Wir beobachten immer wieder, dass man verschiedenen Muslimen sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, du weißt doch, dass das verboten ist. Du weißt doch beispielsweise, dass du keinen Alkohol trinken darfst. Du weißt doch beispielsweise, dass du dir verschiedene Filme nicht angucken sollst. Du weißt doch beispielsweise, dass dieses und jenes verboten ist. Und wer ein Muslim ist und man begegnet ihm mit einer Sache und man sagt ihm, guck mal, diese Sache ist verboten, dann sagt er ja, du hast recht. Denn wenn er es leugnet, wenn er ein Verbot leugnet, was klar und deutlich im Koran als Verbot gekennzeichnet wurde, dann hat er den Koran geleugnet, dann ist er kein Gläubiger mehr. Also sagt er dann meistens, ja, Bruder, ich weiß, ja, Bruder, ich weiß. Aber trotzdem schafft er es nicht, davon Abstand zu nehmen. Der erste Grund, warum er es nicht schafft, von diesen Sünden Abstand zu nehmen, ist, dass er nicht verstanden hat, dass Allah die Verbote nicht erlassen hat, um uns zu ärgern, sondern um uns zu schützen. Deswegen muss man sich einer Sache bewusst sein. Man muss sich einer Sache bewusst sein. Alles, was Allah für dich verboten hat, hat er dir nicht verboten, um dir zu schaden, um dich unglücklich zu machen, sondern um dich zu schützen. Ob du das erkennst oder nicht, und es ist oft so, dass Leute das erst Jahre später erkennen, dass wenn sie einen anderen Weg gegangen wären, wenn sie den Weg nicht mit Haram, nicht mit Verbotenem begonnen haben, dass es dann anders geendet hätte, sie dann ein anderes Ende gehabt hätten. Viele erkennen das erst nach Jahren. Viele erkennen das erst nach Jahren, dass es vollkommen anders gewesen ist. Warum? Weil wir auf Allah vertrauen müssen. Allah sagt im Koran, Ma anzalna alayka al-Qur'ana. Wir haben den Koran zu dir, Muhammad, nicht herabgesandt, damit du unglücklich bist. Das ist erstmal einer der großen Gründe. Der zweite große Grund, warum viele Leute es trotz der Gewissheit, dass etwas verboten ist, es nicht schaffen, davon Abstand zu nehmen, ist, dass sie ein falsches Bewusstsein haben, beziehungsweise ein falsches Verständnis haben, was eine Sünde ausmacht. Und das geht 99%. 99% der Muslime, die in Sünden versunken sind, geht es auf diese Art und Weise, dass sie sich nicht bewusst sind, was eine Sünde wirklich ist. Sie denken, eine Sünde ist einfach etwas, was aufgeschrieben wird. Ja, es wird aufgeschrieben. Ja, ja. Wenn die Schreibenden auf der rechten Seite und die Schreibenden auf der rechten Seite sitzen, sie schreiben auf, was man macht, der Engel auf der rechten Seite die guten Taten, der Engel auf der linken Seite die schlechten Taten, und dann mache ich irgendwann mal Tauba, irgendwann zeige ich Reue zu Allah, oder ich mache Hadsch, oder ich fange an, ein guter Muslim zu sein, und dann werden mir alle meine Sünden vergeben. Das ist dieses Bewusstsein, was extrem viele haben. Aber sie übersehen hier eine ganz, ganz wichtige Sache, beziehungsweise einen ganz, ganz wichtigen Vers im Koran. Allah sagt im Koran, Surat al-Mutaffifin, das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen abgelegt. Das heißt, sie haben so viele Sünde gemacht, dass diese Sünden sich wie Schmutz auf ihr Herz abgelegt haben und es deswegen kein Zurück mehr gibt. Das heißt, die Sünde, die man ständig macht, führt einen so weit weg, dass es sein kann, dass Allah das Herz komplett versiegelt. Und das ist schon auf der zweiten Seite im Koran, findet man das schon. Khatam Allahu ala Qulubihim. Allah hat ihre Herzen versiegelt. Allah hat ihre Herzen versiegelt. Hier werden die Leute beschrieben, für die es keinen Ausweg mehr gibt. Das heißt, man darf die Sünde nicht nur als etwas sehen, was aufgeschrieben wird, sondern man muss die Sünde als etwas sehen, was einen von Allah entfernt.
Und umso weiter man von Allah entfernt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Rückweg mehr gibt. Dass man nie mehr zurückkehrt. Und ich gebe dieses Beispiel, damit man das auch richtig bildlich veranschaulicht, damit man sich das richtig bildlich veranschaulicht. Von jemandem, der in das Meer hineinschwimmt. Es ist gerade ein stärkerer Wind und jemand will trotzdem schwimmen gehen. Er sieht das als ein Abenteuer. Und so ist das mit den meisten Sünden. Viele Sünden sind wie ein Abenteuer. Nicht alle, aber viele. Und er schwimmt in das Meer hinein und sein bester Freund, der steht am Ufer, beziehungsweise am Strand und sagt, hey, Bruder, es ist windig. Komm zurück, guck mal, wie viele Wellen es gibt. Schwimm zurück, schwimm nicht so weit rein. Du schwimmst zu weit rein, komm zurück ans Land. Und er sagt, noch 10 Minuten. Ich schwimme noch 10 Minuten rein. Genauso ist derjenige, der in die Sünden, in das Meer der Sünden am Schwimmen ist. Und er schwimmt immer tiefer rein in das Meer der Sünden. Und da steht jemand und sagt zu ihm, hey, komm raus, hör auf damit. Er sagt, ja, noch 10 Jahre, bis ich geheiratet habe, bis ich Kinder habe, bis ich einen Job habe, bis ich Hatsch gemacht habe, bis ich in Rente gegangen bin. Umso tiefer er in das Meer der Sünden reinschwimmt, umso größer wird die Gefahr, dass eine Flut der Sünde kommt und ihn wegreißt und er stirbt im Kuffer. Denn die Sünden, die ständig gemacht werden, führen zum Kuffer. Und die kleinen Sünden, die ständig gemacht werden, führen zu großen Sünden. Das ist etwas, hierüber muss man sich im Klaren sein. Derjenige, umso weiter er rausschwimmt, umso größer ist die Gefahr, dass ein Hai kommt, umso größer ist die Gefahr, dass er die Kraft verliert, umso größer ist die Gefahr, dass er in einen Strudel gerät, umso größer ist die Gefahr, dass er irgendwie rausgezogen wird und ertrinkt. Umso länger er reinschwimmt. Genauso ist es mit dem, der in das Meer der Sünden hineinschwimmt. Umso tiefer in das Meer der Sünden hineinschwimmt, umso länger er wartet, bis er Tauber macht und Reue zeigt, umso größer ist die Gefahr, dass er vernichtet wird. Und wie viele Leute sind vernichtet worden? Und wenn sie im Diesseits vernichtet werden, dann ist es für sie besser, als wenn sie im Jenseits vernichtet werden. Wie viele haben wir gesehen, die gesagt haben, wir fangen ein bisschen an? Frage diese Leute, und das ist ein großer Vorteil von mir, dass ich Leute kenne. Ja, ich bin nicht in Saudi-Arabien aufgewachsen oder in Syrien aufgewachsen, einer religiösen Familie, sondern ich habe ein Umfeld von vielen Leuten gehabt in meinem Leben, wo ich bezeugen kann, dass ein Leben, wo man in Sünden versunken ist, ein Leben ist, was Millionen von Menschen auf der Welt zerstört hat. Schau dir nur mal Südamerika an. Ein Land voller Sünde, ein Kontinent voller Sünde, voller Unzucht, voller Drogen, voller Kriminalität. Schau dir an, wie viele Menschen dort täglich sterben. Fast alle Städte und Länder, außer einige Städte in Südafrika, die zu den mörderischsten Städten der Welt gehören, sind woher? Sind aus Südamerika. Aus den Honduras, aus Venezuela etc. Schau es dir an und schau dir an, warum es zu den meisten Morden kommt. Als ich im Jahre 1999 in Chicago war, habe ich in der Familie von einem Cop gelebt, der dort lebt als Polizist arbeitet. Und wir haben über die Kriminalität dort geredet, wir sind auch manchmal in Ghettos reingefahren. Fast alle Morde dort, fast alle Zerstörungen von Familien haben mit Drogen zu tun. Warum nehmen die Leute das? Die wollen Abenteuer. Und jeden, den du von denen fragst, die abhängig sind, sagen, irgendwann hör ich mal auf, wenn er voll drauf ist. Aber warum fängt er überhaupt das an? Warum sagt er nicht jetzt? Ich habe das Lenkrad von meinem Schiff. Ich habe das Steuer von meinem Schiff in meiner eigenen Hand. Und das Krasse ist, der, bei dem ich gewohnt habe, der Bruder von dem Cop, der ist nachher erschossen worden von Gangmitgliedern, als er um das Haus rumgegangen ist und die gedacht haben, der wäre ein Polizist. Du siehst, wie diese Sachen das Leben versauen. Deswegen schwimme nicht
tiefer in das Meer der Sünden hinein.